ารทุกท่านลงจากเครื่องได้ในเวลานี้ค่ะ Thank you for your waiting our passenger please kindly disembark the aircraft So, zurück in Chiang Mai in Thailand, endlich angekommen hier. Gestern bin ich noch mal rumgerannt, weil ja, die Thais verlangen jetzt neuerdings noch einen zweiten PCR-Test, wenn man hier ankommt. Das haben sie kurzfristig geändert. Ich hatte schon meinen Zugang oder meine Berechtigung einzureisen. Normalerweise hätte man dann nach dem fünften, sechsten Tag so einen Antigen-Test machen sollen. Das haben sie kurzerhand geändert und in einen PCR-Test umgewandelt. Und dazu hätte man eigentlich ein Formular bekommen sollen bei der Einreise in Bangkok, welches der Frank Peter Löhr aber nicht bekam. Ja, jetzt stand ich da, bin ich ins Krankenhaus gefahren. Erstmal bin ich ins erste Krankenhaus. Die konnten mir schon mal gar nicht weiterhelfen, obwohl die auf dieser offiziellen Liste standen von den Stellen, wo man das machen kann. Haben sie mich wieder weggeschickt in ein anderes Krankenhaus. Und dann bin ich dorthin gefahren und dann sagte mir der Typ dort, ich brauche eben dieses Formular, was ich eben nicht hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ging das her? Die haben mir das nicht gegeben. Ja, die hätten das aber dir geben müssen und bla 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 hin und her. Ohne Formular kann es nicht machen, beziehungsweise ist es halt nicht kostenlos. Sonst hätte ich 3000 Baht zahlen müssen. Das sind, keine Ahnung, 75, 80 Euro, was ich natürlich auch nicht machen will, wenn ich es eh für free bekomme. Dann hat er mich zur Immigration geschickt. Dann bin ich da zur Immigration noch gefahren, die ist beim Flughafen. Hab dem das ganze Problem erklärt. Ich brauche dieses Einreiseformular, dieses Quarantäneformular. Sagte er, boah, davon weiß er nichts, so ein Formular hat er nicht. Also wenn es so ein Formular bei ihm geben würde, dann wüsste er das. Ich soll doch mal beim Flughafen schauen. Na gut, der war gleich nebenan. Bin also noch zum Flughafen gefahren, hab dort alle wild gemacht und rumgefragt. Und von einer Stelle zur anderen geschickt worden. Letztendlich war ich dann draußen am Ausgang. Da war so ein Covid-Zelt aufgebaut für die, glaube für die Chinesen war das. Und die meinten dann dauernd, ich will einen Covid-Test machen, so einen Antigen-Test. Bis ich dem dann erklärt habe, dass es um was ganz was anderes geht. Und ich hatte innen am Schalter irgendwo an der Information so eine Nummer bekommen von so einer Gesundheitsbehörde. Da habe ich allerdings nicht angerufen. Die habe ich dem dann gegeben, der hat dann dort angerufen, der konnte sich dann in Thai mit denen verständigen. Ich habe ihm meinen Thailand-Pass gezeigt, das ist dieser diese Zugangsberechtigung dann letztendlich, um einreisen zu dürfen, wenn du alle Unterlagen vorab online eingereicht hast. Und dann wusste er so langsam, beziehungsweise die Dame am anderen Ende, wusste dann so langsam, was es geht. Und schwuppdiwupp kam dann eine aus dem Flughafen raus, die konnte sich dann auch in Englisch mit mir unterhalten, ist ja auch ein Problem hier, und wusste dann gleich, um was es geht und was ich will. Und ah ja, du willst den zweiten PCR-Test, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe dieses Formular damals nicht bekommen im Bangkoker Flughafen, warum, weiß ich nicht. Ja, und ich bin ja am 23. eingereist und diese Regel wurde ab 24. aktiv, aber war schon vorher bekannt und angekündigt, aber am 23., also einen Tag vorher, waren anscheinend noch keine Formulare oder was auch immer. Jedenfalls bin ich da irgendwie durchgeflutscht und stand jetzt da und sollte den PCR-Test machen, hatte aber nicht das berechtigte Formular dazu. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Sie hat mir so ein Ding ausgestellt, hat mir ihr Telefonnummer gegeben. Falls ich nochmal Probleme habe, kann ich sie gerne anrufen. Und dann bin ich wieder zum Krankenhaus gefahren, habe den PCR-Test gemacht und bekomme dann heute das Ergebnis. Und das war's dann hoffentlich und für den Rest der Zeit habe ich jetzt hoffentlich meine Ruhe. Ja, war ein ziemliches Hickhack noch einmal. Gut, das Ganze hätte man abkürzen können, wenn ich das Formular gehabt hätte, aber naja, so ist es halt jetzt. Dafür sind wir in Thailand und können das schöne Wetter genießen und die schöne Gegend. Und heute geht es auf jeden Fall hier auf den Doi Sotep, der Hausberg hier und der Doi Pui. Und treffen jetzt gleich mit Louis, das ist ein Engländer, der wohnt in Bangkok, der ist hier Lehrer, glaube ich, und der ist jetzt bis 2.1. noch hier in Chiang Mai. Der hat auch einen YouTube-Kanal, der heißt Brit in Bangkok, da gibt er immer so Tipps und Hinweise über Thailand und Bangkok, könnt ihr gerne mal vorbeischauen.
Und ja, den treffe ich jetzt hier an der Meyer Mall. Ich bin jetzt schon an der Meyer Mall hier. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie hier rüber. Und ja, dann machen wir heute einen gemütlichen Tag ohne Stress. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei diesem Video und bis gleich. Das ist er nicht. Das war er auch nicht. Also, ich hau mich jetzt mal hier auf die Treppe und warte, bis der Louis kommt. So, hier ist der Zoo von Chiang Mai und gleichzeitig der Start zum Doi Su Thep. Louis ist in the front. Er gibt die Pace vor. Ich folge unauffällig. Und da vorne geht es dann schon in den Anstieg. Hier sind schon die ersten Schilder, Babbing Palace. Da ist ein Palast da oben. Also wer da ein bisschen Sightseeing machen will, der kann da auch hoch. Allerdings ja, muss man das Rad dann irgendwo abstellen und hoffen, dass es da noch da ist. Aber es klaut schon keiner hier. Nicht so wie in München, Frankfurt, Berlin, wo das Zeug dann innerhalb von 5 Minuten vielleicht weg ist. Passiert hier nicht. Also los geht's. Das sind die Profis. Schaffen wir heute nicht. Wir sind heute. We are the Cappuccino Group, right? Take it easy. Oh no, it's a female. So jetzt peinlich, ne? Absolutely embarrassing. Bitte Frauen hier, neues Tempo. Lieber Scholli, ich glaube, da käme ich nicht nach. I think I couldn't follow her. Only for some minutes. Ein Jogger. Das sind die wahren Helden, die hier hochjoggen. Hallo. So, das ist das letzte Stück hoch auf dem Doi Su Thep. Steil, steil am steilsten. Keine Ahnung, 15-16%. Wie immer halt, das Beste kommt am Schluss. Aber der Louis hat gute Gänge. You have good gears. Easy gears. Ich muss mich quälen. Oh, ich habe auch noch einen Gang übrig, habe ich gar nicht gemerkt. Also, hoch zum Ziel und dann Smoothie. So, ich habe ja eigentlich Bananenshake bestellt, aber der ist jetzt in Louis Flasche drin. Und sein Shake, der Mango, den habe jetzt ich. Also haben wir jetzt getauscht. Er darf jetzt meinen trinken, ich darf seinen trinken. How's the mango? The mango is good, yeah. It's better than the mango in Bangkok, what I tried. André, dein Computer hier. Diese Sequenz ist extra für dich.
zweiten 410. So, nach der Steigung geht es jetzt hoch auf den Dolpuy zum Viewpoint. Und dann schauen wir mal, dann werden wir noch ein bisschen die Straße weiter erforschen. Ich war ja das letzte Mal auch schon da oben, aber bin dann wieder umgekehrt. Und diesmal möchte ich mal die Straße bis zum Ende fahren. Mal gucken, was da kommt. Wahrscheinlich gar nichts. Aber ich möchte es erforschen. Das ist der Helikopterparkplatz vom König, wenn er zu seinem Palast will. Einmal im Jahr vielleicht. Die meiste Zeit ist er in Deutschland, in Starnberg. Oder jetzt in Garmisch, im Schnee. Auf jeden Fall, hier wird gelandet und dann geht es weiter zum Palast. Den kann ich euch aber leider nicht zeigen, weil da muss man extra rein aufs Gelände und Eintritt zahlen. Ist jetzt schwierig mit den Rädern, aber wer da mal hin will, kommt da unweigerlich dran vorbei. So, hier ist steil, aber wie steil weiß ich jetzt gar nicht. 13%. 4 Kilometer noch zum Dolpuy. 200 Meter zum Bubbing Palace, Tourist's Main Entrance. Und er macht sauber hier. Cut. Kein Eingang, wir müssen rechts rum. No entry. But there's another entry, I think. You can make a loop. Beer, yeah. Mandalorian, beer, dumb. Black beer. Black beer, yeah. Dark beer, yeah. Strong ale. A lot of alcohol. Schock me, cut. Yeah, er mag Deutschland. Have you been in Germany? Did he say that he's been in Germany? Or he just likes. Oh, okay. Auf jeden Fall mag er Deutschland. Und das deutsche Bier. German beer and sausage, that's what he said. Yeah, oh, yeah, university, genau. Yeah. Oh, she has no tail anymore. Yeah. Louis, I found some food for you. Here. Your choice. Er möchte nicht. Why don't you want that food? That yummy food? It's disgusting. So, weiter geht's jetzt.
Aber jetzt hat es doch tatsächlich neues Regnen angefangen. Oh. Oh, 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 oh. Jetzt ist er abgedrängt worden hier vom Taxi. Die Taxifahrer sind rigoros hier. Wow! Ja, yeah, just with one eye. Ja, 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 ja. So, jetzt haben wir eine Schutzhütte gesucht hier am Berg. Allerdings nicht sehr vertrauensvoll. Der Boden hier, ich weiß nicht, ob der so stabil ist. I don't know if I can trust here the floor. Ja, jetzt leider halt das Regnen angefangen, jetzt müssen wir hier warten. Wir haben keine Regensachen mehr dabei. Naja. Unfall passiert hier, mit dem Motorroller ausgerutscht in diesen steilen Kurven, nass, glatt, den Luis hat es auch gerade hingehauen, wie wir vom Viewpoint los sind, also ist nicht ohne hier. Ich weiß, man sieht es nicht in der Kamera, aber es ist steil hier. Wenn es geregnet hat, ist es gefährlich, also immer Obacht geben. So, das ist der spektakuläre Gipfel vom Doisotep. Doipui wäre jetzt noch ein bisschen weiter, aber wir haben jetzt beschlossen, wir kehren um, weil es dann doch ein bisschen zu gefährlich wird hier mit den Straßen und mit dem Verkehr und der Nässe. Und jetzt haben wir schon zwei Unfälle gehabt. Ein mit dem Motorroller hier live vor uns, ausgerutscht in der Kurve, und er ist auch schon gefallen. Und ja, wir wollen es nicht herausfordern. Also jetzt schaffe ich es wieder nicht, dahinter zu kommen. Aber vielleicht fahre ich selber nochmal hoch. Mal gucken. Aber hier ist das Ende der Tour. Wir fahren jetzt wieder runter. Und vielleicht stoppen wir noch beim Smoothie oder mal schauen. Okay, bis denn. Hier sind sie ziemlich rücksichtslos. Die nehmen sich ihren Platz hier mit ihren Pickups und du mit dem Rad, das schauen, wo du bleibst. Aber du fährst ja runter. Du hast es ja schwieriger hier mit der Geschwindigkeit und mit den Bremsen als er mit seiner Karre. Aber gut, ja, da muss man sich halt drauf einstellen. Ist nicht jeder so rücksichtsvoll wie der Rest der thailändischen Autofahrer. So, jetzt sind wir in der Abfahrt nochmal abgebogen zu einem anderen Viewpoint und schauen hier mal noch die Aussicht an, bevor es dann letztendlich komplett runter geht. Musik.
So, Frank-Peter Löhr ist wieder zurück von der Tour, zurück in seiner Messibude. Das war der Trip mit dem Louis hoch auf dem Deusotep und auf dem Deupui. Leider waren wir Zeugen von diversen Unfällen und Missgeschicken. Louis hat es mal umgepfeffert und der Rollerfahrer ist in der Kurve weggerutscht. Der hätte auch noch beinahe mich erwischt, weil er halt dann in meine Richtung gerutscht ist. Also war ein bisschen tricky und ein bisschen nicht gefährlich, aber es war schon mit Vorsicht zu genießen auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Es war jetzt erstmal die erste Tour. Morgen geht's wahrscheinlich mit ein paar Jungs auf eine Gruppenfahrt. Und schauen wir mal, wo die uns hinführen. Und ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt das Video. Ist wichtig für den Kanal. Teilt das Video, schreibt auch einen Kommentar. Ist genauso wichtig. Haut ruhig in die Tasten und sagt was dazu. Und dann sehen wir sich beim nächsten Video, was wahrscheinlich dann morgen stattfinden wird, aber etwas später auf diesem Kanal zu sehen ist. Bis dahin, gehabt euch wohl. Ciao, ciao.